Mitte März ist es mal wieder an der Zeit, etwas aus dem kalten, kleinen, ungeheizten Gewächshaus zu zeigen. Hier vorne ist der zweite Satz Radieschen zu sehen. Der braucht noch so ungefähr 1 bis 2 Wochen. Und dahinter sind so die letzten Salate, die jetzt bald abgeerntet werden. Und da kommt dann noch eine Spezialität, eine sogenannte Blatterbse, bei der die Seitentriebe, die Sprossen, geerntet werden können. So hat man dann schon im März ja was Frisches mit Erbsengeschmack für Wokgerichte oder Salat. Ja, hier als Evergreen ist jetzt in den letzten Zügen, da habe ich den ganzen Winter, haben wir davon geerntet, der Rucola. Da sind dann jetzt schon die ersten Blütensprossen, die ich dann auch für die Insekten noch blühen lasse. Ja, und hier, dieser ganze Kasten hier, das war mal ein einziger Biotopf Petersilie, wo so viele ja, angesät worden drin ist, dass man hier einen ganzen Kasten mit bepflanzen kann und auch noch sehr lange was und früh im Jahr davon hat. Ja, hinten ist nochmal Salat und da hat sich selber noch so eine Nelke ausgesät. Da schaue ich mal, was daraus wird. Und auf der anderen Seite, ja, sind nochmal hier die Erbsensprossen, ne, im Januar schon ausgesät und dahinter auch im Januar pikiert der neue Salat, der jetzt in den nächsten Wochen erntereif ist. Ja, hier vorne habe ich ein kleines Experiment gemacht mit Wasserdost, was zuerst so aussah, als ob das nichts werden würde, aber jetzt nach den letzten Frösten zeigen sich hier plötzlich Keimblätter neben den Resten von dem Salat, den ich dann nachher drauf gesät hatte. Ja, und ich hoffe, das klappt, weil das ist mir eigentlich noch nicht gelungen, den Wasserdost so zu vermehren aus autochthonem Saatgut hier. Ja, daneben habe ich mal das wilde Stiefmütterchen, Viola tricolor, also die Wildpflanze ausgesät. Und da sieht man auch schon hier erste Blütenansätze. Das könnte man sehr gut als essbare Blüten auch in Salaten verwenden. Ja, und da hinten ist der erste Satz Radieschen schon fast abgeerntet. Und hier ist heute Abend dran der Feldsalat. Und ja, der muss schon jetzt im Kasten, im Gewächshaus wird der einfach zu warm. Was man aber hier